Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Wir sind hier immer noch mit Vanille und Seth beim Auenwald von Sunleaf unterwegs und jetzt haben wir ja gerade hier so ein kleines Hindernis vor uns, nämlich diesen großen Typen da. Ja, er kann zwar eigentlich ja so gesehen nicht jetzt erkennen, aber das wird trotzdem kein Präventivschlag, egal wie oft man das auch versuchen würde. Der Kampf gegen den ist, soweit ich weiß, immer sofort hier direkte Konfrontation. Okay, wir legen mal gleich hier sofort mit einer Suggestivtilgung hier zu. Los. Ja. Ich kann das schon wieder nicht so richtig entziffern. Das kommt schon. Und am besten, ich werde hier erstmal hier ein wenig die eiserne Front spielen. Boah. Wow. Ja, gute Idee. Oh, Mann. Schnell Heilung. So, warte mal, das können wir ihm ja gleich mal sofort wieder hier rausnehmen. Oh, und er will was reißen. Das ist natürlich nicht so gut. Resistenz gegenüber physischen Angriffen. So, D-Protest muss ja eigentlich ja nicht mehr. So, machen wir erstmal mit D-Wall. An sich läuft ja der Kampf gegen den eigentlich nicht so schlecht. Also, mal abgesehen davon, dass er ja hier ganz schön austeilt. So, machen wir auch mehr. Warte mal, nee. Lass ich lieber mal sein. Erstmal lieber hier Partikularattacke. Ich muss unbedingt Cess erstmal heilen. Oh, und so wie es aussieht, ist er schon bereits im Schockzustand. Das ist ja gut. So, was für Schwächen hat er eigentlich? Ich habe keinen Plan. Wenn wir das mal schnell hier mal machen. Okay, er ist gegen Feuer anfällig. Dann werden wir das Ding mal jetzt mal schön abfackeln. Oh ja, das gefällt mir. Dann machen wir das mal sogar hier so. Oh ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Das ist auf jeden Fall besser als gegen diese komischen Echsen. Los, komm schon. Und er ist down. Okay, bringt sogar 5 Sterne ein und 128 KP drin. Und er bringt eine Teufelsschwinge. Ja, das gefällt mir doch schon mal so ganz gut. Also, gegen den zu kämpfen ist ja gar nicht so schlimm. Ich dachte jetzt eigentlich, das wäre ein bisschen schwerer. Aber naja. Okay, weiter geht's. Da ist wieder so ein Vieh. Aber den können wir ja zum Glück umgehen. Wäre sowieso auch besser, weil noch ein Gremlin dazu, das wäre natürlich nicht so toll. So. Ah, verdammt, die haben mich doch entdeckt. Verdammter Mist. Machen wir das mal so ein bisschen feurer, um erstmal alle gleichzeitig hier abzufackeln. Oder auch nicht. Lassen wir es mal lieber. Ich werde mich mal lieber um jeden Einzelnen mal wieder kümmern. Dauert zwar auch wieder mal ganz schön lange. Aber immerhin, das ist eine sichere Strategie. Wir wissen wenigstens, dass da nichts davon jetzt allzu sehr daneben geht. Okay, und dann wieder Extermination. Dann müssen wir schnell hier die Schockleiste hochfüllen. Komm schon. Bloß nicht nachlassen. Den haben wir doch gleich. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Das läuft ja ganz super. So, und immer weiter. Okay, das Ding brennt jetzt. Sozusagen. Au. Nicht nett. Oh, plus 3 Sterne. Und ein bisschen Schleim. Naja, was soll's. Besser als nix. Okay, was haben wir hier? Einen Wasserring. Oh, ganz nett.
würde wahrscheinlich auch was bringen. Ach, verdammt. Und wieder mal kein Präventivschlag. Und ich glaube, das sind diesmal ein paar andere noch mit dabei. Kann das sein? Ja, wir haben einen Gremlin und noch ein paar andere Viecher. Gaki Masera. Okay. Die sind sogar, glaube ich, neu. Zumindest halt sie ein bisschen mehr aus. Und die greifen sogar auch physisch an. Und haben Feuer drauf. Ach du Heiliger. Das heißt, die können jetzt eigentlich sogar beide gleichzeitig hier anzünden. Aber nix da. Okay, 5 Sterne. Wildleder und Leder. Ja, ist eigentlich eine ganz nette Ausbeute. Kann ich ja natürlich alles schön wieder mal bei der Waffenherstellung verarbeiten. Okay. Hier ist jetzt aber kein Schatz oder so. Alles klar, da muss ich mich auch nicht mit den Viechern anlegen. Ja, warte mal. Ich gehe mal lieber auf ganz Nummer sicher. Nein, ist alles cool. So, da ist ja wieder der hier. Plus 2 von denen. Ah, warte mal. Dann stelle ich mal kurz das Wetter rum, nur um mal zu schauen, was dann eigentlich stattdessen auf mich wartet. Muss ich echt schon mal sagen, ist schon ziemlich krass. Boah. Alter Schwede. Schuppenbestie auch noch. So. Boah, ein Glück, ich kann an denen vorbei. Okay. Das ist ja auch nicht viel besser. Aber gut, zum Glück sind die ja nicht gerade die flottesten. Ah Mann, dann hätte ich ja doch lieber den Drachen genommen. Oder wie auch immer das Vieh hieß. Na gut, immerhin, jetzt gibt's erstmal Pudding. Und merkwürdig. Wieso zum Teufel wurde das jetzt kein Präventivschlag? Ich meine, die haben mich doch gar nicht bemerkt, oder? Die sollten mich eigentlich nicht bemerkt haben. So viel ist sicher. Na, ist jetzt aber auch egal. Auch wenn sie uns jetzt vielleicht bemerkt haben, wir machen trotzdem einen kurzen Prozess mit denen. Hoffentlich. Oh, Mann. Ich merke immer wieder, dass wenn die immer auf einen, wenn wir jedes Mal losgehen, merke ich meistens immer viel zu spät, wie niedrig die HP von demjenigen schon sind. Okay, Geschäft. Okay, 4 Sterne mal wieder. Okay, alles klar. Oh. Oh, das wird brutal. Ich glaube, das setze ich jetzt dieses Mal aus. Und das ebenso. Weil viel Zeit habe ich ja auch nicht und ich muss ja jetzt eigentlich auch gleich hier noch einen Bosskampf schaffen. Ja, das weiß ich. So. Gut, dann legen wir mal los. Ich mache erstmal hier den Verheerer fertig bei Venil. Tess, ja, der hat ja eigentlich hier schon so gut wie alles, Mann, ich. Er gibt hier Verheerer, muss er ja noch. Das hatten wir sogar vielleicht sogar schon einigermaßen voll bekommen. Naja, halbwegs zumindest. So, hier ist er ja durch. Okay, das hatten wir ja schon. Manipulator ist auch durch. Heiler. Okay, wird ja nicht mehr viel fehlen. Na gut, nach dem Bosskampf würden wir das auf jeden Fall schaffen. Oh, warte mal. Wenn ich jetzt ja schon hier gerade beim Terminal bin, kann ich ja auch gleich wieder mal ein bisschen was modifizieren. Also zumindest die Belladonna vielleicht noch ein bisschen weiter aufstufen. So, dann wollen wir mal schauen, was können wir hier alles reinpacken. Erstmal. Okay,
Okay, 5 haben schon gereicht. Das ist ja wunderbar. Na gut, dann wollen wir mal schauen, was können wir eigentlich am besten da reinpacken. Das bringt 1056, das 1100, das 600. Dann nehmen wir erstmal die Asche. So, hat leider nur auf Stufe 6 gebracht. Schade. Aber immerhin, die Eisenpanzer bringen ordentlich einen Bonus rein. Okay, und weiter geht's. Was können wir jetzt noch reinpacken? Bomberkohle würde auch ein bisschen was einbringen. Was bringt das Deal Elektrum? Nicht genug, so viel ist sicher. Okay, Bonus nochmal plus 3. Okay, dann würde ich mal sagen, ja, noch ein bisschen Bomberkohle reinpacken. So, bis zum nächsten wird er verdreifacht, sehr gut. Da packe ich noch den Panzer dazu. Und schon haben wir Belladonna Stufe 8. So, und mehr an mechanischen Komponenten habe ich jetzt leider nicht mehr. Also muss es erstmal so bleiben. Naja, Hauptsache Vanille kann jetzt erstmal wieder hier ordentlich zuschlagen. So, und jetzt hoffen wir mal, dass ich jetzt hier noch gleich den Boss schaffe. Oh, die müssen wir uns jetzt erstmal verdienen. Ja, los geht's. Wir dürfen also jetzt gegen erstmal komische Viecher erstmal hier antreten. Die ja eigentlich ja verschiedene Resistenzen haben anscheinend. Na gut, machen wir erstmal hier mal folgendes. Erstmal hier Seth heilen. Während er jetzt hier mal damit anfängt, unsere Buffs zu steigern. So, beeil dich mal ein bisschen. Okay, das reicht eigentlich schon. Also, da muss ich jetzt echt nicht so viel machen. So, dann werden wir erstmal den hier entkräften. Oh, der hat er schon. Dann kommt erstmal Deval noch dran. Enki heißt der. Komischer Name, aber na gut, warum eigentlich nicht? Dann heißt du eben Enki. So, kriegst du noch ein bisschen Gift drauf. Und jetzt, Extermination! Wenn wir erstmal Enki erstmal hier nochmal kurz analysieren. Mal zu schauen, was der so drauf hat. Oh, passt der, er hat Schwäche Blitz. Machen wir das hier mal. Oh, wow, der ist ja schon fast runter. Ja, den kriegen wir ja wahrscheinlich schnell fertig, auch wenn er jetzt hier gerade so ein paar ordentliche Buffs drauf hat. Aber den schaffen wir, würde ich mal sagen. Aber ich sollte Vanille mal wieder heilen. Er ist recht, weil das ja gekommen ist. So, gut. Einen haben wir schon fertig. Als nächstes kommt Emil dran. Auch ein krasser Name.
Aber ich sag dagegen nichts. Ja, aber ich würde mal sagen, die halten ja wirklich nicht allzu viel aus. Ich meine, wir kommen ja recht gut gegen die klar, würde ich mal behaupten. Muss ja natürlich immer aufpassen, wenn sie mit ihrem Geistergetöse kommen. So, der ist allerdings immun gegen Blitz. Da muss ich erstmal genau herausfinden, was der eigentlich gegen, was der so anfällig ist. Der verträgt kein Wasser. Okay, gut. Sollst du haben. Dann nimm hier mal gleich mal einen ordentlichen Schluck, Kumpel. So. Machen wir mal das hier. Erstmal hier ordentlich mal mit Wasser hier mal schön einspülen. Ich frage mich eigentlich, wie man als Pflanze überhaupt kein Wasser vertragen kann. Naja, was soll's. Oh, 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 das wird gleich wehtun. Oh. So, das Set sollte ich auch nochmal schnell heilen, weil der macht auch schon langsam hier ein bisschen schlapp. So, und auch immer schön hier die HP hochheilen. Ach, komm schon. Wir haben es ja gleich. So, Sass, beeil dich. Sass, was dauert das so lange da hinten? Ja, wie auch immer. Gut, wir machen erstmal hier weiter. Deprotest. So, und ein bisschen vergiften wäre auch keine schlechte Idee. So, aber wichtig ist ja natürlich Deval. Boah, komm schon. Okay, ich würde mal sagen, das reicht schon. Okay, und jetzt noch hier mit schönem Karacho hier rein. Und Aqua. Na, 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 na. Nichts da. Okay, 4 Sterne bloß, aber dafür wenigstens 1000 Punkte. Wir bekommen einen Fließring und einen Donnerkeilring. Ganz nett. Und das Kristarium wurde mal wieder erweitert. Das ist ja kein Wunder. Yeah. A hop, skip and a jump, and we're in Nautilus. The city of dreams. If only we were dreaming up those clouds. Ja, das stimmt allerdings. Ja gut, wir haben also den Kampf überstanden und ja, bis nach Nordlask ist es jetzt nur noch ein kleines Stückchen. Wir müssen ja eigentlich ja mit der Fähre darüber fahren, aber ich denke mal, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück zum Speicherpunkt. Den Bosskampf haben wir ja zum Glück hier gut überstanden und ich denke mal, ich werde jetzt einfach erstmal gleich mal die Zeit hier nutzen, einen Offscreen ein wenig zu trainieren. So, dass ich ja jetzt eigentlich auch erstmal hier das Kristarium erstmal wieder hier bis zum möglichen Maximum jetzt habe. Also wir haben jetzt zwar schon wieder eine Erweiterung drin, aber wir wollen ja natürlich noch ein bisschen weitergehen. Und ja, wer weiß. Mal sehen, was es das eigentlich auch noch bringt, wenn wir jetzt erstmal hier ordentlich Punkte sammeln. Ja gut, aber das mache ich dann alles ja, wie gesagt, erstmal offscreen dann gleich weiter. Also Freunde, wieder mal dann vielen Dank hier wieder fürs Zuschauen. Im nächsten Part dann ja, machen wir uns mit Vernil und Zest gemeinsam auf den Weg zum Anleger, der uns nach Nautilus bringen soll. Und wie es dann weitergeht, ja, das erfahren wir dann alles im nächsten Part. Bis dann, Freunde, und tschüss!